So, herzlich willkommen wieder zu MotoGP 13. Eine kleine Übergangsmeisterschaft, habe ich mir überlegt, als kleines Dankeschön an die netten Kommentare und die vielen Likes beim letzten Karriererennen für meine Abonnenten. Als kleiner Übergang nehmen wir da die MotoGP Champions von 92 bis 2001, die Fahrer, 500 Kubikzentimeter, Zweitakter, 14 Gegner. Ich fahre nämlich mit einem eigenen Motorrad und bin Teamkollege von Valentino Rossi. Wir schauen mal durch, die Teamstärke sollte eigentlich überall gleich sein von den Motorrädern. Ja, hier die Lucky Strike ist natürlich auch geil, die schauen alle cool aus. Repsol hier, blaue Yamaha ist auch ganz witzig. Marlboro, Yamaha hier mal, Repsol, die West hier natürlich auch geil. Auch eine Honda. Wenn wir schon da sind, können wir gleich mal kurz die Fahrer durchschauen. Noch einmal Mick Duen, Alex Crivier, quasi sein Teamkollege, Wayne Gardner, auch, es sind fast nur Hondas, Daryl Beatty, ja, die Nummern hier gelb-schwarz, schaut auch geil aus, Kevin Schwantz, der ist so, also ich glaube, was ich gesehen habe im ersten Rennen, Rossi, am stärksten dann Duen und Schwanz hier und dann ein bisschen Abstand, glaube ich, der Rest des Feldes. Zumindest im ersten Rennen war es so. Peter Goddard, Eddie Lawson, Alex Barros oder Alex Barros, Valentino Rossi hier, der Favorit für meine kurze Sprintmeisterschaft. Da grinst er uns schon an. Loris Capirossi, der auch lang unterwegs gewesen ist, zum Schluss dann noch vor ein paar Jahren noch auf der Suzuki auch, die jetzt dann auch jetzt demnächst, glaube ich, wieder einsteigen werden. Toru Ukawa, Luca Catalora, Wayne Rainey mit der 1 oben, Freddy Spencer, Mick Duen, da sind wir schon wieder. Was kann man da eigentlich auf F1 machen? Ah, ja, geil, da kann man sich in, da kann man sich den Fahrer mit der Dress und alles anschauen. Na, das ist auch nice eigentlich. Gut, die sehen wir dann auf der Strecke. Sehr gut, ja, wie gesagt, wir nehmen hier Rossi Honda. Dann tun wir mal die Meisterschaft bearbeiten. Und zwar Los Al Austin nehmen wir. Limone mal raus. Mugello ist geil. Assen ist jetzt vom Gefühl auch nicht so gut. Sachsenring muss natürlich dabei sein. Mal schauen von hinten, wie die da fahren. Laguna Seca ist geil. Indianapolis, du mal raus, dass wir nicht zu viele haben. Bruno Silverstone durch definitiv raus. Wir sind arrogant. Sebang brauche ich auch nicht. Philip Island muss auch nicht unbedingt sein. Motegi brauche ich auch nicht. Ja, so 11 glaube ich. Schaut eigentlich ganz nice aus. Genau, das nehmen wir. Startmann, Fahrhilfen. Ich bin vorher schon Rennen gefahren, da bin ich kurz vor Schluss ausgefallen mit den depperten technischen Problemen. Als einziger, das ist auch sehr, naja, braucht eigentlich keiner. So, da ist es eigentlich nicht dabei. Halbautomatik, ideal, brauchen wir auch keine. Rennoptionen, nur Rennen, realistisch. Da haben wir es drin, das ist super. Keine Flackensignale aus, technische Probleme, keine. Reifenabnutzung ein, genau, Bikeschaden leicht, passt auch. Realistisch, das haut auch hin, nur Rennen. Und jetzt geht es noch, technische Probleme, keine, das ist wichtig. Und los geht's in die Saison, in die Übergangs- und kleine Danke-Saison hier. Meisterschaft, 11 Rennen bei den Legenden. Wir starten in Quartal. Leider, ich habe das aber vorher schon gesehen, das Rennen, also das Wetter ist da irgendwie automatisch. Kann man witzigerweise bei der eigenen Meisterschaft nicht umstellen, das ist automatisch eingestellt, aber egal. Gehen wir gleich mal ins Rennen, schauen wir uns das an. Bin gespannt, ob Rossi, Duen, Schwanz wieder die ersten drei sind. Rossi wird wohl davon fahren, der startet aber da weiter hinten, wie es ausschaut. Dann ist wohl mal die ersten paar Meter mal vielleicht ein bisschen interessanter. So, wir werden uns dann mal ein bisschen hinten einreihen für die erste Kurve, dass wir da nicht irgendwie abschießen oder so.
ganz vorsichtig. Klingt aber ein bisschen unrund. Ui. Rivier hier, Teamkollege von Tourent, da ein bisschen in Turbulenzen. Okawa auch mit einer Repsol Honda. Da haben wir schon Rossi. Oh. Ja, super, jetzt geht das. Jetzt fängt das auch noch hier an hier. So, fliegt er irgendwo daher? Nein. Rossi, Ding, Kabi Rossi habe ich gerade abgeschossen. Der Anfangsturbulenz in der ersten Runde. Ist mir vorher nicht passiert, auch im Testrennen nicht. Also das erste Mal, dass ich bei den Legenden, dass wir da fliegen. Aber gut, erste Runde ist das durchaus möglich. Bis sich alles ein bisschen gefangen hat. Dann sind wir ja nicht so viele Motorräder, das sollte dann halbwegs gehen. Ja, der Motor Duce ist eigentlich am kritischsten, da sind glaube ich am meisten Motorräder unterwegs. Dann speziell in der ersten Runde. Ja, da bin ich schon gespannt aufs MotoGP 14, wie das wird. Let's Play oder Gameplay habe ich schon gesehen auch. Der hat leider nicht fahren können, aber das Fahrverhalten hat irgendwie ein bisschen anders ausgesehen, bilde ich mir ein. Von dem her leider KI, wie der überholt hat, oder wie die KI da überholt, hat man leider nicht gesehen. Wird sich aber noch zeigen. Eine Demo wäre wirklich geil, wenn es noch kommt. Ja, hier Rossi. Mein Teamkollege greift da schon an. Ja, ich glaube, den Speed hat er trotzdem, auch wenn er jetzt hier nicht ganz vorne war. Das habe ich übersehen. Das war leider der Schwung für die Zielgerade. So, schauen wir uns kurz einmal das Cockpit an, dass wir das einmal auch sehen hier. Ja, ist nicht so spannend hier. Turnzähler, Ding, weiß. Ja, okay. Passt, haben wir gesehen. So, Loris Capirossi. Eddie Lawson mit dem ersten, Streckenrekord oder Rundenrekord. So, einen Garten haben wir da mal jetzt. Also Rossi mal zumindest. Ich hoffe, die auch bald. Sehr schön. So, Rossi. Ja, da geht's nach vorne. Wenn er vielleicht im ersten Rennen nicht gewinnt, wenn er dann sonst eh so gut drauf ist. Für die kleine Meisterschaft, die 11 Rennen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Los, geht meine 100 nicht mehr raus hier aus der Kurve, oder was? Da überholt noch Gardner auf einmal. So, jetzt auch damit mehr Schwung. Und hier raus wieder und dann die links, da bin ich auch ein bisschen schneller, glaube ich. So, da ist er, und du einen auch nicht ganz vorne. Sehr schön, das ist wichtig, dass er da für die Meisterschaft nichts verliert, Rossi. Oder hat hier das Random wieder zugeschlagen? Da sieht es vielleicht doch ein an, aber sie sind eh schon dran, also Speed, glaube ich, haben sie eh. Und du, hat da Probleme, Rossi geht auch vom Gas, ganz schlecht. Jetzt hat er da den Anschluss, ja, da wird es für ganz vorne jetzt nicht mehr reichen. Dann probieren sie mir mal. Ganz spät hier auf der Bremse, fast schon zu spät. Und das ist schon innen durch, Rossi kommt auch schon, ja, das... Ah, mit Streckenrekord immerhin. Rossi, da ist er, jawohl. Ach, die haben nicht so viel gekriegt. Rossi nimmt mich da außen, aber dann hier das Eck war eben ein bisschen. Da macht er sogar noch einmal auf. Hat er schon vor mir gebremst, dann macht er noch mal auf die Bremse. Und Rainy vorne. Gardner, Capirossi.
den hier. Und schön ihnen genommen, na, noch nicht ganz. Aber jetzt mal raus beschleunigen, jawohl, sehr schön. Ein bisschen mehr Speed, damit sind schon wieder hinter Rossi. Gut, Rossi außen genommen, sehr schön. Jetzt endlich mal den Speed mitgenommen. Ja, das Rossi ist nur 7. quasi, 6. von Kaiser gesehen. Können Sie da jetzt noch ein bisschen aufschließen? Hälfte des Rennens dann bald überstanden. Haben wir Couture jetzt, sehr schön, aber ein bisschen spät sind wir. Catalora. Da bin ich schon 3. Fährst da vorne unterwegs, so, können wir uns auch halten. Kevin Schwanz hier auf der 2. Fährst da 1. auch eine rote Maschine. Ja, so sind die Rossi Honda eigentlich ganz geschmeidig zum Fahren, ganz gut zum Fahren. Relativ sanft. Wenig Grip auf der Vorderachse, bin ich mein phasenweise. Aber es ist okay, es ist schön weich abgestimmt. Es ist wunderbar zum Kontrollieren. Ja, gerade interessant, ob da andere ein bisschen anders zum Fahren sind hier auch. Von den älteren Fabrikaten. Spencer hinter mir noch. Noch kein Rossi, noch kein Touren. Die kämpfen da hinten. Ja, im Feld natürlich. Ist nicht so einfach, da kann man das Speed nicht so ausspielen. Vorne Rossi da einmal beim Test weggefahren. In aller Ruhe. Eddie Lawson erster. Aha. Ja, ohne Zweikampf, wenn er sich da halten kann natürlich. Kann man natürlich da in aller Ruhe wegfahren vorne, ist auch klar. Und da attackiert er mich nochmal, Kevin. Kev, der ist runter von mir so nebenbei, geil in der Folgen. Ja, die hat gepasst. So, jetzt könnten wir. Ah! Scheißdreck! Ah, doch. Könnte sich ausgehen, wenn es passt. Hier hat es nicht gepasst. Spencer hat doch immer hinter mir auf 4. Aber Rossi glaube ich schon hinter Spencer, da sehe ich schon was Gelbes hinter Spencer, also Rossi könnte da schon kommen. Die 4 wird Rossi mindestens anstreben wollen. Aber wenn er schon nicht, dann hier von unser Team, schau, dass ich vielleicht das erste Rennen hier gewinne. In Losall. Ja, hier mit den alten Motorrädern auf den neuen Strecken, auch ganz witzig. Ah, das kostet nur Zeit, leider. Rossi schon hinter ihm, den wird er da wahrscheinlich auf der Geraden, glaube ich, haben. Ah, der war nicht ganz so. Und da muss er selber vom Gas. Und wir sind mal 2. So, holen wir jetzt noch Eddie Lawson ein. Das ist mit Rossi da hinten, kämpft noch auf 4. Rossi 5. jawohl, Duen 6. glaube ich.
kommen schon ran hier an Eddie Lawson. Im Legenden-DLC hier bei MotoGP 13. Bis das 14er kommt. Ich hoffe, es gibt vorne Demo so zwei Wochen, dass wir treffen vor oder so. Früher so geht schon. Das wäre echt geil. Also Chance besteht ja, weil es da ja auch eine gegeben hat. Vorher, da habe ich auch eine Demo gemacht. Ein Let's Play von der Demo. Ein Let's Play von der Demo ist gut. Ich bin jetzt gefahren, die Demo. In Barcelona war ja das. Könnten sie wieder prägen. Die Strecke ist eigentlich relativ egal, sag ich mal. Wir wissen ungefähr, wo sie, welche Strecke unterwegs, wie sie da unterwegs sind, die Valkyrie. Ja, wäre wirklich interessant, da kann man schon viel sagen bei der Demo. Ah, Eddie Lawson gut unterwegs hier. Da muss man schon super Runden hinlegen, dass man ihn wirklich attackieren kann. Ja, hier, da kann er nichts dafür, weil er da so programmiert wurde quasi. Schatten und da sind wir angefahren. Super, gut gemacht. Sehr schön. Vorletzte Runde, jetzt haben wir ihn. Noch die Runden schön hinbringen. Ah, sehr schön. Voll raus. Jawohl, das gehört uns. Ah, okay, ich bin schneller von Ausgang hier. So, also leicht rechts. So, einfach schärfere links hier. Leichte S. So, ein bisschen enger ist. In meinem vorigen Rennen mit technischen Problemen, wo ich es vergessen habe auszuschalten, war Rossi erster. Ich hoffe, das ist nicht für die ganze Saison, dass er hier nicht ganz so scharf eingestuft wurde. Gut, er war auch vom Quali her weiter hinten, jetzt von der Berechnung her anscheinend. Wenn er da auf der Pole steht, schaut es eigentlich auch schon wieder anders aus. So, raus nochmal auf Start und Ziel. Schauen wir uns nochmal von außen an hier. Ja, auch schon Repsol Sponsor. So, Bremspunkt nicht vergessen. 2,5 auf Eddie Lawson, das passt. Wieder Rundenrekord. Ah, Bike schon orange, okay. Reifen zur Hälfte runter der Weiche, das passt auch. Das Reifenproblem hat auch kein. Es ist so ein bisschen. Hat eigentlich Ähnlichkeit mit der Motor 2. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt habe oder war das in der vorigen Aufnahme mit dem technischen Problem, weiß ich jetzt nicht genau. Ah, hier so vom Speed her hat es Ähnlichkeit mit Motor 2. Ich weiß jetzt leider den Speed von der Motor 2 nicht ganz, aber so weit auseinander werden sie wohl nicht sein vom High Speed. Aber vom Gefühl her ist schon ungefähr so wie Motor 2. Bei mir irgendwo der Tour sogar Spur schneller vorkommt. Muss ich dir mal den Highspeed anschauen. Von denen hier und dann von der Motor 2. Gut, ist ja 500 Kubik und Motor 2 ist eigentlich 600. Muss ja eigentlich fast schon ein bisschen schneller sein und die neue Technologie. Aber zumindest sagen wir mal Ähnlichkeiten hat's. Ah, das meine ich von mir vorher wieder. Das ist schon legendär. Das ist für mich legendär wieder zu schnell. So, Eddie Lawson hinten rüber, dritter.
Da ist Rossi noch nicht vorbeigekommen. Kommt auch nicht, da ist er alleine. Aber ist Rossi wenigstens Dritter, werden wir es gleich dann am Podium sehen. So, das war's mal mit dem ersten Legendenrennen. Jawohl, das haben wir gewonnen, sehr schön. Ja, ich hoffe nicht, der Losal ist eigentlich der schwere Rennen, dass nicht die anderen dann umso leichter sind. Ah, Rossi nur Vierter, Kevin Schwanz konnte den Dritten retten. Kakiva hier, Eddie Lawson. Ja, alles dabei, Honda, Kakiva, Suzuki, Honda, Yamaha, Honda, Yamaha, Honda, Yamaha. Okay, doch nicht so viele Hondas. Alex Barros auf der 92er, ja. Auch Eddie Lawson auf der 92er. Sehr schön. Da sind wir Erster in unserer Mini-Meisterschaft. Ja, das war mal das erste Rennen. Ein großer Tag. Warum ist das hier so dunkel? Neben dem grandiosen Rennsieg erhält er zudem nämlich auch noch 25 wichtige WM-Punkte. Ja, genau. Hier nur Werbung, glaube ich, von der 1er Playstation. Sensationell. Ja. Jetzt geht's nach Amerika. Das gibt's beim nächsten Part in Austin, der Grand Prix. Da geht also schon mal in die Box begeben. Schauen, ob es jetzt auch so dunkel ist. Oh, kein. Ja, Texas ist auch nicht wirklich jetzt Regengebiet. Gott sei Dank, zweites Rennen auch nicht im Regen. Hier ist nicht ganz so dunkel. Und da drüben ist zwar nicht Rossi, aber zumindest sein Motorrad. Jawohl, sehr schön. Ah, da ist vorne schwarze Nummer und hinten gelb. Da am Höcker. Auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, das Grüne passt schon. Ja. Ich glaube, das hat schon hin. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Kleines Danke-Rennen noch einmal. Oder Danke-Meisterschaft. Da wollte ich Info. Und Übergangsmeisterschaft, bis MotoGP 14 rauskommt. Ja, viel Spaß bei der Meisterschaft und wir sehen uns jetzt bald demnächst wieder in Texas hier zum Grand Prix der Legenden. Ciao, ciao.